Nach Tag 9 im Dschungel, Camper ist euer Liebling. Welcher Dschungelcamper konnte bisher überzeugen? Bisher liefern die Bewohner eine Menge Unterhaltung. Allen voran Luigi Birofio, der in der gestrigen Folge einfach blank zog. Doch auch Tessa Bergmeier, 33, und Cecilia Asoro sorgten für Unterhaltung und setzten ihren Streit vom Vortag konsequent fort. Ob das die beiden Frauen die Dschungelkrone kosten wird? Ihr habt abgestimmt, und das sind eure Favoriten. Seit einigen Tagen bietet sich ein unverändertes Bild, die ersten Plätze machen Lukas Cordalis, 55, und Luigi Birofio unter sich aus. Laut der heutigen Promiflash-Umfrage, an der vierten 772 Leser teilgenommen haben, stand 22. Januar, 18 Uhr, löst der Sänger mit 1.127 Votes, 23,6 Prozent, Gigi von der Dschungelpole-Position ab. Der Reality-Star landet mit 907 Stimmen, 19,0 Prozent, direkt dahinter. Jamila Rowe, 55, räumt so langsam aber sicher das Feld von hinten auf und arbeitet sich mit 753 Stimmen, 15,8 Prozent, auf den dritten Platz vor. Somit kommt Papi Slovedaj, 46, mit 694 Stimmen, 14,5 Prozent, an vierter Stelle. Cosimo Ciciolo, 41, befindet sich mit 681 Votes, 14,3 Prozent, auf dem fünften Platz. Anschließend folgt Jolena Mennen, 30, mit 415 Stimmen, 8,7 Prozent. Alle Infos zu Ich bin ein Star, holt mich hier raus auf RTL+.